Hallo und herzlich willkommen, Maverick hier mit einem neuen Tutorial zum Thema Reason. Heute möchte ich euch etwas vorführen, was ich selbst den Replay-Gator getauft habe. Es ist eine ziemlich coole Kombination aus dem Alligator und mehreren Instanzen vom Replay. Ich möchte euch erstmal zeigen, wie sich das Ganze anhört, bevor wir uns dann jetzt im Anschluss in diesem Tutorial darum kümmern, wie man sowas aufbaut und wie es verkabelt werden muss. Viel Spaß erstmal und das Ganze basiert jetzt auf einer einzigen Note. Ja, wie ich finde, ein sehr cooler Effekt und auch eine sehr schöne kreative Möglichkeit, die einem als sehr schöner Startpunkt dienen kann. So, wie läuft das Ganze ab? Wir brauchen einen Kombinator, wir brauchen einen kleinen Mixer, dann irgendein Instrument unserer Wahl. Ich nehme mal den Polyton und als nächstes nehmen wir uns eine Einheit Alligator. So. Dann ist die Idee hinter dem Ganzen, dass wir den Alligator mit dem Polyton füttern. Und der Alligator ist ja im Grunde genommen auf eine Art und Weise so auch zu erklären, dass wir ein Pattern-basiertes Gate haben, was entscheidet, wann welcher Pass hier sozusagen bedient wird und Audiomaterial aufnehmen darf. Wir können uns erstmal ganz kurz davon trennen, dass wir diese Filterbereiche brauchen. Wir brauchen logischerweise eigentlich nur den Gate-Bereich, der jetzt also auf Basis eines Musters entscheidet, wann bekommt wer das Signal ab. Und genau diese Entscheidung können wir auf der Rückseite treffen, mithilfe der separaten Audio-Outputs, die wir haben. Diese drei können wir jetzt an drei verschiedene Einheiten Replay schicken. Und zwar jeweils, indem wir den Output in den Replay legen und den Output vom Replay in den Mixer oben. Das Ganze machen wir dreimal. Könnt die Geräte dann einklappen, um noch ein bisschen mehr Übersicht zu haben erstmal. Und dann geht das Verkabeln auch ein bisschen schneller. Und Nummer 3. Zack. Okay. Und im Prinzip haben wir jetzt schon eine Möglichkeit, die jetzt noch nicht gut klingt, aber unser Alligator entscheidet jetzt schon, wann welcher Replay das Signal aufnehmen darf. Um das jetzt aber noch wirklich ein bisschen interessanter klingen zu lassen, greifen wir einfach mal auf drei verschiedene Patches zu und nehmen hier aus der Special-Ecke noch irgendwas. Und hier von mir aus nochmal irgendwas aus der Modulationsgeschichte. So, und jetzt wird es interessant, denn jetzt ist jedes Delay oder jedes einzelne Segment, Soundsegment, was uns der Replay erstellt, ein anderes, basierend auf der Idee, welches Muster im Alligator benutzt wird. Den Gedanken gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Einerseits können wir natürlich sagen, dass wir hier auf diese 64 Pattern zurückgreifen und uns hier was gefällt. Dann kann man das Ganze logischerweise auch direkt hier oben mal verknüpfen. Also wir könnten jetzt im Combinator schon mal sagen, hey komm, lass uns mal für den Alligator den Control 1 nehmen, um hiermit auf Pattern zurückzugreifen. Und schon habt ihr hiermit die Pattern-Auswahl. Ich zeige euch das mal ganz kurz, dass ihr jetzt hier oben tatsächlich regeln könnt und bekommt hier oben unten dann euer Pattern ausgewählt. Aber es kann ja trotzdem sein, dass uns die Muster nicht gefallen oder nicht das bieten, was wir haben wollen. Dann können wir diesen Abschnitt hier einfach im Gerät deaktivieren und wir haben für jedes Gate auf der Rückseite einen entsprechenden Input, mit dessen Hilfe wir jetzt also unsere eigenen Muster erstellen können. Dafür nehmen wir dreimal den Matrix Pattern Sequencer und verbinden dessen Gate CV Input jeweils mit einem der Gate Inputs vom Alligator. So, und schon haben wir die Möglichkeit einerseits zu sagen, wann geht das Gate auf und zu und andererseits, wie laut soll der Sound sein, der da durchgeht, in Form von unserem Pattern Sequencer.
Das heißt, ich kann jetzt hier ein x-beliebiges Muster anlegen, drücke auf Play und dann haben wir unser eigenes Muster, mit dem jetzt die Replays arbeiten dürfen. Ja, wenn wir damit nicht zufrieden sind und möchten zum Beispiel auch nicht diese ganz kurzen Abschnitte haben, also ganz schnell an, ganz schnell aus, kann man das natürlich entweder mit Hilfe der Hüllkurve im Alligator noch ein bisschen ausgleichen oder man geht den einfachen Weg, indem man einfach die Tie-Funktion im Matrix-Pattern-Sequencer aktiviert und somit einfach durchgehende, offene und geschlossene Türen quasi erzeugt. Ja, und wenn man möchte, kann man jetzt natürlich auch noch die Zweitfunktion vom Alligator dazu nehmen und sagen, hey, ich möchte auch wirklich Filter auf die einzelnen Bänder anwenden. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Man kann jetzt natürlich auch noch genau entscheiden, mit welchen Frequenzen hier das Ganze arbeiten soll, also das Filter arbeiten soll. Und da dann natürlich auch nochmal gucken, inwiefern man hier interessante Sounds kreieren kann. Auch sehr wichtig natürlich immer bei dem Ganzen, dass man verschiedene Zeiten hier vergibt. Also man kann das sehr schön auch freihändig einfach machen. Und kann dann eben das Ganze zeitlich ein bisschen stapeln noch. Okay. Ja, ich denke, so viel soll es erstmal gewesen sein. Man kann natürlich jetzt auch noch ein Panning betreiben, um den jeweiligen Replay-Instanzen noch ein bisschen mehr Platz zu geben und das Ganze auch noch mal ein bisschen interessanter zu machen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Prinzip und baut ihn euch selber einfach mal nach. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Kreativkiste. Tja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr das selber ausprobiert habt, zufrieden oder nicht zufrieden seid damit, lasst mich das alles gerne wissen unten unter dem Video in der Kommentarfunktion. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal, euer Maverick.